In der offenen Savanne schützen Leoparden ihre Beute vor Aasfressern, indem sie sie auf Bäume zerren. Dabei hinterlassen sie eine Blutspur. Genau so einer müssen die Teilnehmer folgen. Wir müssen den Hügel dort hoch. Gehst du zum Fluss? Ich gehe schwimmen. Der Umzug allein hat schon viel Kraft gekostet und der Bau der Plattform auch. Daher ist die Leopardenbeute das Wichtigste für uns.